Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind beim nächsten Grab. Ich habe mich auf die Socken gemacht und glaube, das wollten wir hier auch zuletzt machen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Gräber wir jetzt noch nicht erkundet haben. Aber ich denke, wir haben schon ganz schön viel mittlerweile abgerappelt hier. Und da ist auch noch ein Dokument, was blinkt. Das habe ich auch noch nicht eingesammelt. Das machen wir nach dem Grab. Ich gehe mal rein und lass mich mit euch überraschen, was denn hier jetzt wieder so auf uns zukommt. Okay. Gehen wir hier lang. Da plätschert das Wasser so. Soll ich da irgendwie hoch oder? Oder wo? Warte, ich mach mal. Nee, dann lasse ich das mal so an. Okay, ich bin im Nirgendwo. Achso, das ist wieder das Geotherm. Jetzt bin ich zurückgegangen. Moment. Vielleicht kann ich hier irgendwie. Kann ich hier. Da kann ich lang. Ah, das ist ja cool gemacht. Unbekanntes Gebiet. Sehr cool. Mal gucken, was unsere Lara hier finden wird. Nein, das war. Ich habe immer Angst um sie, aber meistens passiert ihr gar nichts. Wow. Wo sind wir denn? Was? Spiel? Lass mich nicht im Stich. Was ist denn hier los? Ich dachte gerade schon so, hä, was ist denn das für ein Universumsgebiet, wo wir jetzt hier sind? Jetzt rudelt und trudelt sie hier rum. Das ist schön. Okay, ich glaube, ich muss einen Cut machen, Leute. Bis gleich nochmal an derselben Stelle. Also nicht an derselben Stelle, hoffentlich. So, mal gucken, ob das jetzt irgendwie besser funktioniert hier. Das sieht jedenfalls nicht mehr nach Universum aus. Da war die Grafik irgendwie nicht geladen. Okay. Den donnern wir da schon mal gegen. Dann klettern wir da hoch. Ja, das ist doch mal ein Plan. Sonst wäre sie hier nicht hochgekommen. Oder wie? Ach, da liegt auch noch unten irgendwie was. Aha. Können wir uns ja immer noch drum kümmern. Ah. Cool. Eine Art Begräbniskammer. Cool. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Ja, wie immer. Hier werden ja auch immer irgendwelche antiken Sachen für Blumenvasen und so benutzt. Noch ein Wandgemälde. Irgendjemand, der begraben wird. Hier auch. Okay. Ja, will ich denn jetzt aber hier nicht weiterkommen? Sie guckt auch irgendwie hin. Ah, ein Lager. Großartig. Katakombe der heiligen Gewässer. Okay, okay. Brunnenkaverne. Schade, dass die auch gar kein Tagebuch mehr so führt. Also vielleicht bezogen auch auf die Gräber oder so. Das hätte ich auch schön gefunden. Nicht nur auf die Hauptstory, sondern dass sie auch immer mal bei den Gräbern immer so hier bei den Lagern immer irgendwas sagt. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt. Kannen mit Öl und Wein umgestoßen und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte, nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen,
Selbst vor unseren Brüdern. Okay, Diebe unter uns. Und das sieht schon wieder... Kann ich das Floß näher zur Insel ziehen? Das sieht schon wieder so rätselmäßig aus. Aber wenn ich hier jetzt... Dann passiert nichts, ne? Nee. Okay. Dann wollen wir mal uns um irgendwas hier kümmern. Kann ich da nicht einfach schwimmen? Oh, hier ist aber ein starker Strudel. Lara! Lara! Oh, oh! Oh! Voll gegen die Wand geklatscht. Okay, sie kann da auf keinen Fall schwimmen gehen. Da ist voll der starke Strom. Also, Boot ziehen. Krass. Ja, dann komm mal her, du Boot. Boot, 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 Boot. Ja, geh da hin. Jetzt. Dahin. Ist klar. Darf jetzt aber auch irgendwie nicht kaputt gehen. Tut's aber, tut's aber. Okay. Scheiße. Ja, zu spät. Okay. Ist nicht einfach mit dem Zielen, wenn wir uns selber bewegen. Aber das kriege ich schon noch hin. Achso, ja, ich muss es ja daran machen. Nein! Boot! Boot! Boot? Boot? Tschüss, Boot! Komm wieder her, Bötchen. Komm. Geh doch nicht weg. Wir brauchen dich. Aber dass das Boot jetzt nicht einfach volle Kanne weggeschleudert wurde, ist auch komisch. Ich muss mich da ja ranstellen. Das haben wir ja ein Problem. Haben wir ja sowieso. Oh Gott. Jawohl. Okay, da bin ich. Münzen, wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Das ist irgendwie traurig. Übergangsritual, Katakombe der heiligen Gewässer. Ein Tagebuch des obersten Priesters. In diesen Kammern wurden Leichen zum Begräbnis vorbereitet. Fährmann. Okay. Ist irgendwie jetzt bitter, dass ich hier die Münzen nehme, finde ich. Das fühlt sich nicht so toll an. Naja. Ist das Boot jetzt wieder weg oder was? Na geil. Gut. Da will ich auch noch hin. Also wir wollen hier eigentlich mit dem Boot einmal rum. Oder ist es... Ne, das Boot ist weg, ne? Da ist das Boot. Ach, da ist das Boot. Okay. Komm her. Oh Gott. Ja, komm her, komm her.
Oh Gott. Ja, zu spät. Scheiße. Oh, das ist voll gemein. Die Bootstour, das wird schön. Ach, aber wenigstens darf ich an der Stelle nochmal. Das ist ja nett. Ja, danke. Mann. Und immer klatscht sie gegen denselben Felsen und ich kann nichts dagegen machen. Das reißt ja jetzt schon ab. Brauch ja gar nicht hin. Komm wieder zurück, Boot. Ja. Toll, Lara. Toll. Nein! Oh Mann! Das ist so doof! Oh, es tut mir leid. Voll der Fail-Part. Aber das kann ja keiner ahnen, dass hier so ein Bootsscheiß kommt. Ja, reiß ab. Jetzt steht sie auch nicht nah genug wieder dran. Mann! Jedes Bötchen gibt ein Tötchen. Nein, 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 nein! Mann! Gott, man hat so wenig Zeit, Leute. Bleib hier. Ja, komm. La 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 la. Putz. Scheiß Nummer 185. Wenn es nah genug dran ist, damit ich draufspringen kann, ist es schon immer fast zu spät. Das ist das Gemeine. So, jetzt schnell. Oh, zu spät. Tot. Ja, tschüss. Lara. Ja, ciao. Das macht so Spaß. Ey, ich krieg ihn doch eigentlich immer schon. Nur weil es nicht rot wird. Ja, komm. So, jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell. Ja. Ja. Gott sei Dank. Warum geht das jetzt nicht? Warum? Was mache ich denn jetzt? Es wird auch gar nicht rot. Also es war gut geschossen, aber kann ich hier einfach hoch? Ja, nee. Jetzt habe ich es geschafft und sterbe trotzdem. Ich schneide das jetzt mal hier nicht, ja? Das ist jetzt halt mal so. Da muss man auch mal durch die Kacke durch. Komm wieder zurück, Boot. Das war getroffen. Das war wieder getroffen. Und das auch. Das auch. Na, der nicht. Okay, es muss immer ganz still stehen. Schon klar.
Und am besten, man springt hier schon auf, weil sonst reißt es ja gleich wieder ab. Geh auf das Boot, Lara! Oh. Stirb doch! Stirb doch! Reg mich schon wieder auf hier. Für mein Versagen. Ach komm! Tu mal nicht so! Ja, hallo. Das ist viel zu weit weg. Sie kann schon wieder, jetzt kann sie rauf. Ja, da bin ich wieder und ich bin so blöd. Aber wenn man dann die Special Sicht macht, sagt sie nämlich, vielleicht gibt es hier noch ein Floß und das ist da. Das ist ein Floß. Deswegen konnte ich da auch das andere Floß nicht ranmachen. Voll doof. So, jetzt... Das ist bestimmt wieder voll heikel. An dem Floß ist eine Kugel. Ja, und das kommt ganz schnell vorbei. Komm her. Bleibst du wohl hier. Beeil dich. Komm schon. Komm schon. Zu spät. So, tschüss. Anderes Boot. Herr mit dem neuen. Vielleicht kann man da aber auch ganz schnell drauf springen. Du. Vielleicht muss ich das ja gar nicht daran machen. Hammer. Komm mal raus. Und dann springen wir ganz schnell rauf. Und so, weißt du? So. Und dann schnell dahin. Und dann ganz schnell. Komm. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Toll. Ja, das klappt super. Wie Legolas. Nur besser. Also das mit dem zweiten Boot finde ich schon mal ganz cool. Damit umgehen wir natürlich das ätzende andere Boot. Ja, tschüss Lara. Man hat so wenig Zeit. Das ist der Moment, wo ich mit Maus spielen sollte. Und nicht mit Gamepad. Na, aber ich bin ja verbissen und versuche es trotzdem. Das war... Das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Na, na. Und jetzt bin ich an derselben Stelle wie vorher. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Kannst du an der Stelle das Boot runterlassen? So. Geht das? Nee. Weil ich habe da dieses Holzzeug gesehen und dachte, jetzt kann sie vielleicht damit das... Weil das Boot im richtigen Winkel steht oder so. Ne? Das dann so... Aber nee. Und vielleicht muss man da noch ranspringen, bevor das überhaupt da angekommen ist. Kann das sein? An dem Floß ist eine Kugel. Sehr schön. Und ich soll hier kurbeln. Ich soll hier kurbeln. An dem Floß ist eine Kurbel. Ja. Warum hatte das andere Floß auch eine Kurbel? Ich weiß es nicht. Oh, Gott sei Dank, endlich weg vom Floß. Ja, toll. Hast ja nur 20 Minuten gebraucht. Na egal. Geschafft. Auch wenn es gedauert hat. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Ja. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Ein
goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Voll schön. Das ist mir schon ein sehr, sehr schönes Relikt, finde ich. So ein goldener Kelch. So, noch ein paar Pilze zur Beruhigung. Anatomiekenntnisse. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an Tiere mit dicken Fell, Bären, Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Drücken Sie Q, um Überlebensinstinkte zu aktivieren oder halten Sie rechte Maustaste gedrückt, um auf das Ziel zu zielen und das Herz zu sehen. Okay, krass. Anatomiekenntnisse. Grab abgeschlossen. Katakombe der heiligen Gewässer. Ja, das finde ich natürlich nice, nice, nice. Jetzt mache ich mal hier die Karte an, um zu gucken, was haben wir denn noch. Okay, da ist das andere Dokument, was uns noch fehlt. Aber ansonsten sieht das ziemlich gut abgeschlossen hier aus. Ich kann dann da weg. Oder was? Kann hier die Mauer einreißen? Wo komme ich dann hin? Ja, so klar, weil sie kann ja nicht durch den Strom zurück. Deswegen hauen wir elegant zufällig die Mauern hier ein. Und dann kann ich da zurück und da wieder durch. Alles klar. Ja, das war jetzt ja mal heikel mit dem Floß, Leute. Das war nicht so einfach. Und habe ich jetzt eingesammelt, was da noch war? Ja, ne? Nee, aber da geht's ja auch wieder zurück. Ist ja auch Quatschi-Matschi. Was ist denn der Quatschi-Matschi? Quatschi-Part. Voll doof. Dann geh da doch auch wieder zurück. Denn das ist ja geothermales Tal hier. Das ist ja gar nicht das Grab. Ne? Aha. Hier ist aber auch nichts mehr. Was machst du denn da jetzt im Wasser? Weiß es nicht, aber ich werde jetzt hier an der Stelle den Part beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Rise of the Tomb Raider mit den letzten weiteren Relikten und Dokumenten und so weiter. Und ich glaube, wir haben schon ziemlich viel Gräber abgeschlossen. Ich frage mich, was noch kommt, aber ich werde sie finden. Bis dann.